die drei ersten Kommentare aus meinem letzten Video. Wenn ihr auch da zu sehen sein wollt, dann müsst ihr die Glocke aktivieren. Oder wenn ihr mir einen lieben Kommentar schreibt, dann wähle ich den liebsten aus und stelle ihn auch hier vor. Guten Morgen, meine Lieben. Ich begrüße euch ganz herzlich. Heute nehme ich euch mal wieder durch den Tag mit. Hier ist der Papa. Morgen. Morgen. Das ist die Glocke. Hier ist die kleine Luisa und die kleine Lara. Wir hatten heute mal wieder einen super stressigen Morgen, wie jeden Morgen eigentlich. Es ist immer so ein bisschen hektisch, obwohl wir eh schon um 6 Uhr in der Früh aufwachen. Aber bis wir alle Kinder fertig kriegen, ist manchmal so eine kleine, so ein Stress halt da. Und ja, jetzt sind wir auf dem Weg zum Kindergarten. Wir fahren mal die Kleinen in den Kindergarten. Ich hätte euch gerne von ganz in der Früh mitgenommen, aber es war einfach wirklich viel zu stressig. Weil ich jetzt nämlich einen Arzttermin habe. Ich bekomme heute nämlich endlich meinen blöden Gips runter und deswegen waren wir so ein bisschen unter Stress. Ja, einfach rechtzeitig fertig zu werden, die Kinder rechtzeitig abzugeben, damit wir rechtzeitig weiterfahren können zu meinem Gipstermin. Weil früher war das so, da hat man einfach in die Ambulanz kommen können, wann man gewollt hat, sozusagen, in die Notfallambulanz. Aber jetzt, durch Corona, sind jetzt immer so Fixtermine, das heißt, man muss das wirklich dann halten, dass man dann auch wirklich ja, fix dorthin kommt, damit nicht so viele Leute dort sind. Ja, deswegen fahren wir dorthin und aber zuerst mal die Kinder. Kindergarten. Tschüss. Tschüss, Papa. Tschüss, Mama. Tschüss, Lara. Tschüss, Lara. Die Mädels haben wir jetzt abgeliefert im Kindergarten und jetzt bin ich dran. Ich sag's euch, ich freue mich so, diesen blöden Gips endlich loszubekommen. Du hast im Kindergarten geliefert, oder? Jetzt bist du dran. Jetzt bin ich dran. Jetzt werde ich auch im Kindergarten geliefert. Nein, auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall so happy, genau, dass ich dann endlich loswerde, diesen Gips. Und endlich duschen ohne Müllbeutel. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie nervig das ist, sich jedes Mal beim Duschen so einen blöden Müllbeutel um den Gips reinzuwickeln. Weil ich diese Frage schon bekommen habe, wie ich denn dusche mit Müllbeutel. Nackt. Ach, wirklich? Ja. Eine Winterjacke. Ja, der Papa muss im Auto warten, weil Begleitpersonen sind nicht erlaubt. Deswegen lasse ich dann die Kamera bei dir, mein Schatz. Okay. Und wir sehen uns dann. Sagt Tschüss zu meinem Gips. Ohne Gips. So, meine Lieben, ich bin wieder zu Hause. Oder wir sind wieder zu Hause. Und ich war so ein bisschen traurig, nachdem ich den Gips runterbekommen habe. Nicht, dass ich den Gips vermisse, aber ja, keine Ahnung. Also ich zeige euch mal meine Hand. Seht ihr? Die schaut so ein bisschen komisch aus. Die schaut nicht aus wie die andere. Also die ist jetzt noch so gebogen. Es ist jetzt auch wahrscheinlich so eine kleine Sehnenverkrümmung da vom Gips. Ich muss jetzt zur Hausärztin und mir so ein Physio, also so eine Überweisung für Physiotherapie holen, was jetzt nicht so schlimm ist, aber er hat gesagt, ich werde die Hand nie mehr so durchbiegen können wie diese hier. Seht ihr das? Seht ihr das? Das macht mich gerade irgendwie voll fertig. Also, es ist ja nicht das Schlimmste auf der Welt, ne? Es gibt sicher Schlimmeres auf der Welt, aber ich brauche immer so ein bisschen länger, um sowas zu verarbeiten. Sowas, was bleibend ist. Und dann habe ich auch ein bisschen geweint, also nicht dort, sondern dann im Auto. Ja. Das hat mich ein bisschen traurig gemacht. Also, ich meine, es ist, schaut mal, es ist eigentlich voll wurscht, ja. Aber irgendwie stört mich das. Aber schauen wir mal. Er hat auf jeden Fall gesagt, es wird sich natürlich noch, das wird nicht so bleiben. Er hat gesagt, das ist jetzt auf jeden Fall auch von dieser, vom Gips, dass die Hand, also die waren ja so die Finger, die zwei. Das war in einer Schiene. Das wird wahrscheinlich sich noch ein bisschen verändern, weil durch den Gips hat sich jetzt so eine Sehnenverkrümmung gebildet, das ist ganz normal, aber jetzt soll ich Physiotherapie machen und dann wird das mit der Zeit weggehen, dann gibt es auch hier so eine kleine Schwellung, die wird auch mit den Monaten weggehen, hat er gesagt, aber ich bin überhaupt nicht beeinträchtigt, also ich kann komplett greifen, Faust machen geht halt noch nicht ganz genau, aber halt wahrscheinlich wegen der Verkrümmung, wegen der Sehnenverkrümmung und das wird schon wieder, ja, es nervt mich halt ein bisschen, deswegen bin ich ein bisschen schlecht gelaunt. Aber ja, wie gesagt, es ist nicht das Schlimmste,
Das schönste Gefühl auf jeden Fall nach dem Gips runter war das Händewaschen. Ich sage euch, das war so angenehm. Ich habe gleich im Gipszimmer Hände waschen dürfen und habe mal ja, einfach meine Hand ordentlich gewaschen. Und die ist da so, so richtig trocken, weiß nicht, ob man das erkennen kann. Da. Aber ja, auf jeden Fall so, weil naja, da ist jetzt lange Zeit keine Luft rangekommen und ich habe sie nicht waschen können und so weiter. Deswegen war das jetzt, es ist jetzt so ein, es juckt auch richtig, also ich bin noch richtig schuppig. Ich habe mich vorhin mit Creme eingecremt. Na gut, wir werden jetzt auf jeden Fall schnell zum Hausarzt noch fahren und wir melden uns dann später. Tschüss. Schaut mal, wen wir vom Kindergarten, das Frühstück brauchst du jetzt nicht auf. Du bist ja wieder zurück, Cornflakes von der Früh auf jetzt. Wer ist vom Kindergarten zurück, hä? Wie war es im Kindergarten? Erzähl mal. Du bist ja einfach originell überdreht. Was schön. Was hast du gemacht heute? Ich spiel. Was denn? Autos. Nein. Schön. Was mit deinem? Hast du weiter gewebt? Nein. Bist du schon fertig mit Weben? Nein, aber ich habe einen Fehler gemacht. Und das macht doch gar nichts. Man kann ja das auch machen. Ich liebe dich auch. Ich liebe auch in meinem Box. So, geh runter, Luisa, weil ich habe Angst, du kommst nicht fest. So, wir werden jetzt auf jeden Fall mal was schnell zu Mittag essen. Du mal was Mittag essen? Die Mädels haben ihre Suppe. Was? Boah, die Melone da hinten schon, also diese Zucchini schon aus wie zwei Titten. Das sind meine Titten. Ich gehe sie auch manchmal am Tag runter, weil mein Nacken ist davon. So, aber wirklich in der Kamera, oder das ist wie zwei Titten, wie eine Nippe. Ist das so? Hast du lange gestillt, oder? Ja. So, Luisa. Essen. Papa, jetzt hör auf mit diesem blöden Titten. Essen. Schau mal die Emil. Bitte, Bauer, bitte. So, ihr seht, ist der Papa auch 3 Jahre alt. So, meine Lieben, lange Zeit nicht gesehen. Ich bin jetzt seit dem Mittagessen eigentlich hier im Büro und arbeite am Lunchbox-Video. Ich weiß nicht, ob ihr das schon im Vlog erfahrt. Oh, doch. Oder vielleicht im... Ich weiß, ist jetzt immer... Was? Ja? Gehst du dann wieder raus? Auf jeden Fall, ich glaube, es ist... Was ich sagen wollte, der Papa hat ja auch gevloggt. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich hier erzähle, was ich auf Story erzähle oder was ich, dass wir im Papas Vlog reden, deswegen Verwirrung pur. Auf jeden Fall haben wir das Lunchbox-Video schon fertig gedreht, aber es ist für mich geschnitten und ich muss das Voice-Over machen. Ich bin aber ein bisschen so verschnupft, wie man vielleicht hören kann. Und deswegen schreibe ich mir jetzt mal einen Text zusammen. Was? Kind, spielst du, Lili, du spielst. Hast du gespielt? Ja. Soll ich mal schauen, was ihr gemacht habt? Mhm. Ja, ich schau mal. Die Kinder haben mich ganz schön gemalt mit dem Papa, während ich hier im Büro war. Ich zeige euch mal. Zeig mal, was du gemalt hast. Das ist ein roter Mann, ein Almas und ein rosa. Mit rosa? Zeig mir. Komm. Du hast dich auch angemalt. Wow, schön. Mama, ich male gerade eine Karotte. Du malst eine Karotte? Ja, aber erst muss ich mich mit. Zeig mal. Wow, schaut mal, so viele schöne Bilder. Wow. Sehr brav, die Lara ist gerade total mega interessiert an Farben mischen. Mama! Hat sie sich schon braun gemischt? Na komm mal weiter, ha? Zeig uns mal dein Kunstwerk. Ich würde die Mama dir gelb geben. Selber. Machst du es selber? In einen Teller. Wo ist der Papa und Mama? Ich habe keine Ahnung. Da. Wo? Am Blatt? Ja. Nee, mach in Teller, oder? Teller? Ja. Also unten, nein, da.
Die großen Kinder sind auch schon von zu Hause. Der Papa hat ihnen Spaghetti Bolognese gekocht, vegane. Ui! Ist der arme Hund. Gibst du Kusser? Die Sophie, die Amy hat heute auch ein bisschen gemalt, wie ihr sehen könnt. Hat sie ein paar Tempera-Farben. Sie riecht ins Ohr wie farbigen, wie keine Ahnung. Seine Sophie ist auch da. Sie mag auch Liebe. Sophie, machst du auch Hoppili so? Mama! Ja? Ich soll sie auch aufwerfen, Mama. Ja. Geht's nicht? Ui! Ui! Doch, Rosa! Was, Lara? Ich hab ein bisschen grüne Mann. Mach dir nichts. Nimm das Orange nur von dort, wo keine grün drin ist. Mia, da? Okay. Wo ist dein Flor, Mama? Mein Gott, ey! Jedes Mal! Wir sicher finde ich ihn gut. Diese Chaos hier ist wie in Kevin allein zu Hause. So, meine Lieben, während die Mama am Computer arbeitet, wir gehen im Garten, also ich gehe im Garten mit den anderen Ratons und wir räumen den ganzen Garten ab. Den Garten ab. Wir falten den Garten. Mama, Elefant. So, tschüss. Tschüss, Mama. Und währenddessen gehen wir, ich gehe raus mit den Kindern und räumen wir den Garten auf. Wo ist der Patrick? Warte, hat sie versteckt, als er gehört hat. Laura, was ist das? Das ist nicht lustig. Ah, da ist der Patrick. Der Patrick ist begeistert. Der Patrick hat sie versteckt. Garten aufräumen. Yeah. So geht's hier raus, die Kinder. Mit so einer Armee ist den Garten in 10 Minuten aufgeräumt. Ja, ja. Patrick, Michelle, Lara, Luisa. So, meine Lieben, wir sind jetzt fertig mit Garten aufräumen. Die Kinder sind schon im Haus reingegangen. Ich werde jetzt noch ein bisschen im Garten bleiben, weil ich habe noch ein paar Dinge zum Wegräumen. Aber dann gehe ich auch ins Haus und es geht weiter im Haus. Oh, was sagst du denn? Ich sag's euch, meine Lieben, ich bin immer noch hier. Also der Papa hat mir die Kamera reingebracht. Er hat draußen schön aufgeräumt. Ich schaue aus wie eine Verrückte. Hab heute Bad Hair Day. Ja, auf jeden Fall, Papa ist noch draußen, der saugt jetzt, glaube ich, bei uns, bei den Fenstern mit dem Staubsauger die Spinnweben weg. Und ich glaube, der ist im Garten sehr gut vorangekommen mit den Kindern. Die haben richtig den Garten endlich mal ein bisschen winterfest gemacht. Und wie ihr seht, bin ich immer noch im Büro und sitze hier im Voice-Over. Ich habe gerade mal 3 von 10 Lunchboxen fertig besprochen. Und bin gerade so, ich kann nicht mehr sitzen. Also die Murmel, die wächst und das ist voll unangenehm, hier beim Büro zu sitzen.
Und die Sophie ist hier. Sophie, bist du bei Mama? Ganz, ganz mummelig eingekuschelt. Papa hat dann die Pfoten gewaschen, weil die waren auch dreckig. Ich habe nämlich gerade aus dem Fenster gesehen, dass, warte kurz, Lara, dass so ein richtig schöner Sonnenuntergang draußen ist. Ich bin, schaut mal. Sonnenuntergang. Schau mal da. Siehst du den? Ich seh nichts. Komm, aber du hast was Kurzes an, nicht, dass du krank wirst. Warum ist das Himmel jetzt so, Mama? Welche Farbe ist das? Das ist so lila und dunkelrot. Das ist immer so, im Herbst sind immer die schönsten Sonnenuntergänge. Schön, oder? Na komm rein mit dir, du bist sonst krank. So, obwohl ich eigentlich, glaube ich, ins Bett gehöre, weil ich verschnupft des Grauens bin und ich glaube, meine Stimme sich auch sehr nasal anhört beim Voiceover. Egal, egal. Möchte ich trotzdem noch ein Voiceover zumindest aufnehmen. Und also ein Voiceover, damit meine ich eine Lunchbox. Und das werde ich jetzt machen. Also ja, damit ich zumindest morgen dann die Hälfte fertig machen kann, mein Intro drehen kann und euch dann das Video hoffentlich dann morgen sofort wenn ihr dieses Video seht, habe ich dieses Video natürlich schon längst online gestellt. Habe mir dann wieder die Eidotter zur Hand genommen und die restlichen Zutaten dazu geleert, und zwar nämlich das Mehl, dann Backpulver natürlich, dann auch ein bisschen Zucker, ein bisschen Milch, ein bisschen Milch, und habe das Ganze dann mit dem Mixer verrührt. Und zum Schluss habe ich dann nochmal mein Eischnee zur Hand genommen und es unter die Teigmasse langsam verrührt. Und dann war ich eigentlich schon fertig. So, meine Lieben, wie ihr seht, bin ich jetzt im Schlafzimmer. Habe mir schon noch mein Schlafgewand angezogen. Mir geht es leider nicht so gut, also ich habe so Kreuzschmerzen und mein Bauch ist so, ist ein Gefühl, wo ich mich jetzt einfach ein bisschen hinlegen muss, und deswegen muss ich jetzt einfach hier liegen. Ich habe ja schon was Kleines gesnackt eigentlich, während ich ein bisschen am Video gearbeitet habe, deswegen esse ich jetzt nichts mehr zu Abend, während die Family noch was Kleines zu Abend isst, und danach wird der Baba die Mädels noch, also die zwei Kleine, noch Zähne putzen. Und dann bringt er mir die Luisa. Ich lege dann immer die Luisa schlafen. Und er legt dann immer die Lara schlafen. Also dann ein bisschen kuscheln, miteinander der Zeit verbringen. Und ja, die zwei Großen gehen natürlich schon alleine schlafen. Die brauchen nicht mehr so eine Kuscheleinheit. Ja, aber wie gesagt, jetzt muss ich mich ein bisschen ausruhen. Ich werde jetzt noch nicht schlafen. Es ist erst, glaube ich, 19 Uhr oder so. Oder 18.30 Uhr, keine Ahnung, irgendwie sowas halt. So müde bin ich nicht, aber ich bin also, ich bin halt den ganzen Tag nur gestanden, gegangen, gesessen und habe mich nie wirklich hingelegt. Normalerweise arbeite ich ja immer hier mit dem Laptop, und heute war ich halt so die ganze Zeit unterwegs, Gips abnehmen und weiß ich nicht was. Ich küsse euch, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen unterhalten. Und schreibt mir gerne einen lieben Kommentar, wenn ihr das möchtet. Abonnieren nicht vergessen, falls ihr noch nicht Abonnent seid. Und bis zum nächsten Mal.